Steffen Baumgart, nach längerem Austausch mit den Behörden wurde jetzt eine Ausnahmegenehmigung erzielt. Das heißt, ab heute kann wieder in eingeschränkter Form ein Trainingsbetrieb stattfinden. Wie fällt die Bewertung darüber aus? Na gut, erstmal freuen wir uns, dass es so ein bisschen näher gekommen sind alle und versuchen natürlich dementsprechend auch zu agieren. Und deswegen trainieren wir auch in kleinen Gruppen und gucken, dass wir uns natürlich gerade wieder dem Fußball nähern, weil es ist erstmal schön, dass man sich da so ein bisschen annähern konnte. Aber es ist natürlich noch nicht die Ideallösung für Fußballer. Die Situation ist, wie angesprochen, jetzt eben eingeschränkt. Es wird in kleinen Gruppen trainiert, die auch nicht durchgemischt werden. Wie wird der Trainingsbetrieb strukturiert jetzt in der Folgezeit? Na, heute haben wir angefangen, dass die Gruppen einzeln auf dem Platz sind, dass wir praktisch, ich sag mal, so eine Art Stationstraining machen, dass wir heute anfangen mit Laufen, mit Lauf-ABC, mit Einlaufen, gerade die Sachen, um sich wieder auch an den Platz zu gewöhnen, an die Fußballschule zu gewöhnen. Noch einen zweiten Bereich, wo mit zwei Leuten dann am Ball gearbeitet wird, auf Abstand, dass sie sich erstmal wieder an die Bälle gewöhnen. Ballannahme, Ballmitnahme, also Basics, wie man so schön sagt, und an denen arbeiten wir und das versuchen wir dann in der Woche in den Gruppen dann auch weiter fortzuführen, dann natürlich dementsprechend auch eine gewisse Steigerung rein, was die Athletik angeht, was die Geschwindigkeit angeht, sodass wir uns dann wieder immer so ein bisschen mehr nähern der ganzen Sache, weil die Jungs haben jetzt die letzten drei Wochen sehr, sehr gut zu Hause gearbeitet, haben viel im individuellen Bereich gearbeitet, was Athletik angeht und jetzt versuchen wir natürlich den Ball dazu zu holen und das aber auch immer wieder in dieser kleinen Gruppe und dann auch immer wieder individuell auch. Aktuell gibt es jetzt eine Einheit pro Tag hier am TNZ, aber die Übungen zu Hause bleiben bestehen? Nein, die bleiben nicht bestehen. Ist auch unnötig, weil die Jungs haben sehr, sehr gut gearbeitet, sind auch in einem sehr guten körperlichen Zustand. Laut Plan jetzt hätten wir vier Wochen noch uns auf das mögliche Spiel vorzubereiten, was wir wollen. Und dementsprechend können wir auch ruhig anfangen. Es ist ja keine Vorbereitung in dem Sinne, weil die Jungs standen im Saft, sind im Saft geblieben, sondern es geht jetzt wirklich dann weiter um den Erhalt. Und jetzt gerade auch in der ersten Zeit wieder wirklich dann auch die Sehnen, die Knochen, alles so ein bisschen daran zu gewöhnen, dann wieder in das Tempo mit der Mannschaft zu gehen. Aber wie gesagt, jetzt erst in kleinen Gruppen und dementsprechend erst wieder allem annähern. Der Horizont ist jetzt eben mehrere Wochen lang. Wie sieht das Programm aus, der Plan dafür für die nächsten Wochen? Was soll passieren? Wir haben jetzt nicht die vier Wochen komplett durchgeplant, dass wir jetzt sagen, wir wissen jetzt genau, was wir jeden Tag machen. Das ist, glaube ich, auch unnötig, sondern wir wissen für die Woche, wie wir es anfangen wollen, wie wir dann die Jungs dann wieder in die richtige Spur bringen wollen. Da sind wir jetzt bei. Ist natürlich ein bisschen anders vom Trainingsaufbau her in den kleinen Gruppen, weil natürlich trotz alledem als positiv natürlich intensiver arbeiten kannst, auch an Einzelheiten, an Feinheiten, an Kleinigkeiten, gerade was die Sache mit dem Ball angeht, natürlich nicht im Zweikampf. Natürlich nicht in diesen Situationen und so versuchen wir das Beste draus zu machen. Und dann versuchen wir natürlich, umso näher so ein Spiel kommt, natürlich immer mehr dann auch in das mannschaftliche Bereich zu gehen, wo wir aber noch abwarten wollen, dann wie sich das auch Ganze insgesamt auch weiterentwickelt. Dann wünsche ich dabei viel Erfolg und vielen Dank. Dankeschön.